Hello my friends, heute ist Look Nummer 7 an der Reihe und heute ist die Farbe Rot dran. Wundert euch nicht, ich bin noch geschwollen, wollte aber heute das Projekt beenden und dementsprechend sehe ich so aus, wie ich aussehe und damit müssen wir heute leben. Ich würde sagen, ich bereite wie immer meine Base vor und dann starten wir mit den Augen. Als Base benutze ich die Farbe Nebula und Sandstorm und darüber gebe ich mir so ein bisschen von diesem Schimmer, denn heute machen wir, um ehrlich zu sein, nicht wirklich viel. Also, ja. Deswegen, es wird ein ganz entspanntes Augen-Make-up. Ich zoome euch nochmal ein bisschen rein. Ich glaube, der Farbton Nebula reicht sogar. Danach in die Farbe Day. Das ist dieses Schimmer. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt sieht. Das ist nur so ganz bisschen. Und dann gehe ich nochmal in den Farbton Nebula und blende mir das Ganze aus. Seht ihr das? So ein Hauch von etwas. Dann die Farbe Sandstorm. Ganz bisschen. Ich will mir das nämlich noch so ein bisschen aufwärmen. Weil Nebula ist halt schon sehr gräulich. Einfach so ganz bisschen. Hier drauf, hier drauf. So. Wenn wir das gemacht haben, können wir sogar mit unserer Vorzeichnung starten. Dafür benutze ich einmal diesen Pinsel. Der ist von Real Techniques Fine Liner Brush. Dieser hier. Und ich gucke jetzt mal, in welchen Farbton ich gehe. Okay, ich gehe jetzt mal in die Farbe Smile und mache das damit nochmal. Das ist so ein Rosé-Ton. Weil irgendwie sieht man davon absolut gar nichts. Ich glaube, ich werde mir erstmal so einen Punkt setzen, bis wohin ich den Liner überhaupt möchte. Sieht man das? Einen Punkt. Und dann einen Punkt, bis wohin ich diese Linie möchte. Jetzt versuche ich mir diese Linie hier. Zu ziehen. Seht ihr das? Es geht wirklich darum, dass das eine Vorzeichnung ist. Also das muss schon gut sein. Wenn ihr bei der Vorzeichnung euch Mühe gebt und ihr seht, die ist nur ganz sanft, dann kann mit dem Rest eigentlich nicht wirklich viel schief gehen. Das ist immer meine, wie sagt man, Expertise? Ich weiß nicht. So. Gucke ich, ob das so in etwa gleich ist. Dafür nehme ich mir den Liquid Lipstick, trage mir das auf meinen Handrücken auf. Das wird ein unfassbarer Spaß, das Ganze später abzumachen, aber ist egal. Ich würde sagen, mal gucken, mit was ich besser in die Linien gezogen bekomme. Ich probiere mich da jetzt einfach mal ein bisschen aus. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal das hier. Ich habe euch das Ganze jetzt mal in Echtzeit drin gelassen, dass ihr seht, wie lange das auch gedauert hat mit dem Liner. Also es ging eigentlich ganz okay schnell. Gerade durch die Vorzeichnung ist man halt viel, viel schneller. Deswegen, ich würde euch immer empfehlen, egal ob ihr einen normalen Eyeliner ziehen wollt oder so wie jetzt in dem Fall so ein Graphic Liner, nennt man das, glaube ich, wenn das ein bisschen außergewöhnlicher ist. Es ist wirklich schlau, vorher eine Vorzeichnung zu machen, denn ich würde sonst wirklich maximal reinscheißen. Und klar, ihr könnt im Endeffekt mit Concealer immer noch ein bisschen ausbessern. Das mache ich gleich auch, das zeige ich euch dann auch. Aber im Großen und Ganzen, wenn ihr eine Vorzeichnung macht, egal ob es ein kleiner Mini-Wing ist, so wie ich das sonst gerne trage im Alltag, oder ein großer Graphic Liner oder was komplett anderes und außergewöhnliches, versucht immer, euch eine Vorzeichnung zu machen und somit gelingt euch das dann sogar viel besser, als ihr es meistens sogar erwartet. Und ich bin sehr, sehr zufrieden, wie das Ganze rausgekommen ist. Natürlich ist es noch ein bisschen verbesserungsbedürftig. Gerade zum Schluss, wo ich das jetzt nochmal gleich mit Concealer mache, das zeige ich euch auch nochmal separat. Aber im Großen und Ganzen, größter Tipp von mir,
macht eine Vorzeichnung. Ich hoffe, das hat jetzt auch jeder verstanden. Denn sogar mein Mini-Wing im Alltag, den ich eben erwähnt habe, mache ich meistens immer eine kleine Vorzeichnung. Egal, ob das mit einem braunen Kajal ist oder mit einem braunen leichten Lidschatten. Sobald ich einen schwarzen Eyeliner verwende, mache ich immer, wirklich immer eine Vorzeichnung. Und das ist sogar noch intenser als ein schwarzer Eyeliner, finde ich, mit dem Rot. Und dementsprechend mein biggest Tipp. Vorzeichnung. So, also ich würde sagen, wir kommen jetzt wieder zu dem Video. Ich rede jetzt auch wieder mit euch und benutze nämlich jetzt den Concealer und da seht ihr auch, wie easy man Sachen damit ausbessern kann. Aber ihr könnt halt keinen kompletten Eyeliner damit ausbessern, nur so kleine Stellen. Ein bisschen Concealer, um unten die Linie noch ein bisschen sauberer zu machen, besonders auf der Seite. Heute werde ich die Wimpern entkleben. Ich werde die ungefähr hier durchschneiden, dass ich das Stück habe, was ich hinten dran kleben kann. Und danach beginnen wir mit Strass. Ich habe jetzt einmal hier das vordere Stück von der Lash in Natural und einmal das hintere. Ich muss mal gucken, welches ich gleich kleben werde. Ich tendiere sogar zu dem hinteren, damit ich ein bisschen mehr Schwung habe. Aber wir gucken das gleich an, wenn ich Mascara drauf habe. Und kleben das Ganze hinten fest. Ich mache das immer so ein Stückchen nach oben. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil ich halt roten Liner drauf habe. Aber an sich mache ich das ein Stückchen nach oben und presse jetzt meine Wimpern damit zusammen. Bisschen Mascara noch vorne an die Stellen, die zwischen Wimper und echter Wimper sind. Hier so. Natürlich kleben wir heute rote Strasssteine und ich würde sagen, ich lege mal los, weil das wird einen Moment dauern. Ich habe euch das jetzt mal auf 20-facher Geschwindigkeit eingeblendet, weil ich glaube ganz ehrlich, das ist der einfachste Look, was Strasssteine angeht. Ihr klebt einfach auf der Linie Stück für Stück Strasssteine von klein nach groß. Ich habe aber nur zwei Größen verwendet und zwar ganz klein und danach die Größe, weil mehr hat gar nicht drauf gepasst. Und ich habe das einfach, wie gesagt, Stück für Stück draufgeklebt, geguckt, wie mir das gefallen hat. Und dann waren wir eigentlich auch schon fertig mit Strasssteine kleben. Es hat zwar ein bisschen gedauert, aber es ging voll klar von der Zeit her und sah mega aus. Das ist der fertige Make-up-Look und Leute, I'm in love. Es ist so schön geworden. Es ist so simpel, aber doch so schön. Ich liebe das vor allen Dingen im Zusammenhang mit dem Zopf. Gefällt mir das richtig gut. Und ich würde sagen, das war's mit meiner 7 Tage, 7 Looks Make-up-Reihe. Ich hoffe, dass euch das Ganze gefallen hat. Ich freue mich enorm auf euer Feedback, denn ich hatte überlegt, sowas mit schwarzem Liner zu machen, so mit verschiedenen Looks. Bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja, Leute, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Solltet ihr die anderen 6 Looks noch nicht gesehen haben, schaut in meiner Playlist dafür vorbei. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.